Wir haben uns das heute so überlegt, dass wir jetzt nochmal, und da bin ich ganz dankbar, hier eine kleine Gesprächsrunde haben, wo nämlich auch die Laien aus den Kirchen zu Wort kommen. Und wir haben hier heute als Arbeitskreis Kirche und SPD-Fraktion extra die Perspektive gewählt, nämlich moralisch, ethisch, gesellschaftlich und christlich daran zu gehen. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch Ruth Müller, unsere Kollegin aus dem Arbeitskreis Kirche und der SPD-Landtagsfraktion begrüßen. Das haben wir am Anfang verpasst. Ruth, lieben Dank, dass du heute auch da bist. Und wir werden dann nach dieser guten halben Stunde, werden wir dann in die Gespräche gehen. Und wir haben gedacht, bei diesem Thema ist es einfach wichtig, am Tisch zu sitzen, Gesprächspartner zu haben und in kleiner Runde zu sprechen. Deswegen haben wir hier die prominenten Gäste noch mit dabei, die vorhin schon von der Kathi Petersen genannt worden sind, auch an die Tische gesetzt für Gespräche. Und ich mag in dem Zusammenhang den Herrn Markus Schlemmer noch begrüßen, der Chefarzt der Palliativstation von den Barmherzigen Brüdern ist. Und ich möchte ihn auch bitten, ob er nicht bereit ist, auch an den Tischen zu wandern. Also wir werden nach einer Zeit einfach wechseln, sodass Sie auch immer die Möglichkeit haben, sowohl mit Kerstin Griese und den anderen Gästen und Abgeordneten immer noch mal persönlich ins Gespräch zu kommen. Gegen 20.30 Uhr werden wir dann einfach aufhören, sodass Sie auch wissen, wie der Verlauf ist. Ich weiß nicht, ob noch Peter Paul Ganzer da ist. Das ist schon gegangen. Er war aber auch am Anfang hier ein Kollege, der sich ganz engagiert aus juristischem Verstand um Patientenverfügung schon seit Jahren kümmert. Alles Themen, die an dieses Thema andocken, aber natürlich eine eigene Veranstaltung sind. Heute bitte ich jetzt noch einmal aufs Podium die Christina Flauder. Christina Flauder ist Mitglied in der Landessynode, ist Mitglied in der Deutschen Synode und ist im Ethikausschuss. Sie ist auch professionell mit diesem Thema befasst. Von daher herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, weil sie nämlich auch noch ehrenamtlich in der Politik tätig ist und auch noch von weitem angereist, Kulmbach, da fällt mir immer nur gutes Bier ein. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Komm doch rauf. Dann mag ich noch begrüßen Elfriede Schießleder. Elfriede Schießleder auch als Pastoralreferentin aus Passau auch angereist, weil es immer heißt, hier im Landtag sind wir zu münchenlastig, heute überhaupt nicht. Sie ist auch sie ist Vorsitzende, bin ich jetzt richtig, vom Deutschen Katholischen Frauenbund seit 2010, genau, aber schon lange dort auch Mitglied im katholischen Bereich, auch schon lange mit dem Thema befasst, auch professionell. Wir kommen im Gespräch darauf. Elfriede Schießleder, Dr. Schießleder, herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Auch Kerstin Griese mag ich noch mit draufbinden. Ich sage jetzt nicht mehr viel dazu, du hast gesprochen und wir werden jetzt einfach ins Gespräch einsteigen. Kerstin, darf ich dich auch? Ja, wir haben vorhin schon von der Kathi Petersen gehört, Deutschland hat mit diesem Thema eine eigene Geschichte. Es gibt viele europäische Länder, die da ganz unkompliziert mit umgehen. Ich mag es nur sagen, weil ich ja auch Mitglied im Europa-Ausschuss bin hier im Bayerischen Landtag. Und wenn ich mit Kollegen aus anderen Ländern zusammenkomme, die verstehen unsere Debatte gar nicht. Und verstehen auch gar nicht, was wir gesellschaftspolitisch uns da so schwer tun. Ein niederländischer Kollege hat mir gesagt, wieso ist es bei euch eigentlich Thema? 1% unserer niederländischen Bevölkerung nimmt überhaupt diesen, und da bitte ich auch nochmal, wenn wir mit unserem Sprachgebrauch vernünftig umgehen, Sie alle da aufmerksam zu machen, mit dem
Todescocktail, das ist ja wie so After Work oder so, das erfasst ja gar nicht und verbrämt eigentlich, was dahinter steht, wenn wir den Menschen hier eine Medizin geben, die zum Sterben führt und da tötet. Der sagt, 1%, dafür tun wir uns gar nicht mit der Sache beschäftigen. Die meisten wollen eben in Würde sterben. Jetzt wollte ich einfach die Frau Dr. Schießleder fragen. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Wie empfinden Sie das gesellschaftspolitisch hier in Deutschland mit der katholischen Kirche? Also ich denke mal, wir können uns ganz grob als Deutsche einfach nicht aus unserer Geschichte ausklinken. Wir wissen, dass hier der Umgang mit Würde des Menschen durchaus ambivalent gehandhabt werden kann. Dass die Würde nicht etwas ist, das ich mir selber gebe, wie es so in diesem Mechanismus suggeriert wird, ich entscheide mein Ende des Lebens, sondern dass die Würde des Lebens eines Menschen vom Umgang der anderen mit mir abhängig ist. Und es ist nicht nur die Sache der Juristen, es ist nicht nur die Sache der Heilkunst, die Würde des Menschen bis zuletzt zu wahren, sondern das sind tatsächlich philosophische, und ich sage natürlich als Christin, eine theologische Frage, eine Frage unseres Glaubens. Herzlichen Dank. Ja, Christina Flauder, ganz aktiv in der Politik, aber auch in der Kirche. Wie schaffst du es zusammenzubringen, dass die Gesellschaft hier den Anspruch an dich hat, werde tätig, ermögliche mir meine Freiheit und trotzdem als Christin, gerade aus der evangelischen Kirche, die ja ganz massiv angefangen hat, das zu diskutieren, nachdem Nikolaus Schneider zurückgetreten ist, wie gehst du damit um? Also erstmal bin ich sehr dankbar, dass wir eine klare Position auch innerhalb unserer Kirche haben. Und da kann ich jetzt für uns beide sprechen, für die evangelische und für die katholische Kirche. Am Sonntag wird nämlich die Woche für das Leben eröffnet. Und die Woche für das Leben von beiden großen Kirchen steht unter dem Thema Sterben in Würde. Also es ist für uns ein großes Thema und es war für mich auch schon immer ein Thema, schon als Kind. Mein Großvater ist gestorben, da war ich 11 Jahre alt und ich habe gedacht, wenn ich mich mit diesem Thema intensiv befasse, dann verliert der Tod seinen Stachel. 40 Jahre später weiß ich, dass der Tod seinen Stachel nie verliert, aber auch aus meiner beruflichen Laufbahn, ich war 20 Jahre in der Nuklearmedizin und habe immer wieder mit Krebspatienten zu tun und habe dann auch gesehen, wie schwer es ist, wenn jemand denkt, er ist geheilt, bekommt eine Untersuchung und fällt dann wieder in ein tiefes Loch, weil die Krankheit weitergeht, weil sie schwer weitergeht und weil die Krankheit vielleicht zum Tod führt. In meiner Eigenschaft, auch in der Politik, habe ich 1997 in Kulmbach den Hospizverein mitgegründet, war da 5 Jahre Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und es war einfach mein Thema, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, es zu enttabuisieren. Und wir haben da in der ersten Zeit ganz viel erreicht. Ich weiß noch, wie ich den Antrag gestellt habe, wir könnten an einem Samstag in der Fußgängerzone einen Infostand machen. 1997, die sind schier zusammengebrochen, die Vorstandschaft, weil sie gemeint haben, man kann dieses Thema an einem Samstag früh beim Einkaufen niemand zumuten. Und ich bin dankbar, dass sich unsere Kirche auch intensiv mit dem Thema befasst. Unser Landesbischof hat im Herbst auch ein Buch zu diesem Thema herausgegeben. Wir haben sehr intensive Gespräche geführt. Und aus der ganzen Erfahrung, auch in meiner Eigenschaft als Sterbebegleiterin, als Hospizhelferin, weiß ich, so wie es die Kerstin Kriese gesagt hat, dass der Wunsch, ich möchte jetzt sterben und ich möchte jetzt eine Pille dafür bekommen, nie da war. Dieser Wunsch ist nie an mich herangetreten worden. Wichtig war, dass wir da waren, dass wir Hände gehalten haben, dass wir die Angehörigen begleitet haben. Und das war für die Menschen in dieser Situation auch ganz wichtig. Danke. Kerstin Kriese, du sagst, wir haben jetzt ein Fenster offen, das ist ja oft in der Politik so. Wie lange arbeitest du denn schon an dem Thema? Hattest du schon mal eine Phase, wo du gesagt hast, in der Bundestagsfraktion konnte das überhaupt Thema sein? Du bist ja schon länger dabei. Hattet ihr schon mal die Möglichkeit oder ist es jetzt wirklich das erste Mal,
weil ja die Palliativversorgung und die Hospizversorgung, und da mache ich nur mal ein Beispiel deutlich, bei uns hier in München und Umland haben wir 1,7 Millionen, wenn wir den Rahmen so fassen, das ist so ein bisschen um die Stadtgrenze herum, haben wir, ich muss jetzt nochmal nachschauen, dass ich nicht wirklich falsch bin, 28 Plätze für Hospiz und 35 für Palliativ. Weil du gesagt hast vorhin, es sind blinde Flecken auf dem Land. Ruth Müller hat es mir nochmal gesagt gehabt im Vorfeld in dem Gespräch, in Niederbayern Katastrophe, gar nichts. Doris Rauscher war auch nochmal da, eine Kollegin auch aus dem bisschen weiteren Umland von München, gar nichts. Also ich glaube, wenn man genauer hinschaut, sind sogar 3,4 Millionen. Also von blinden Flecken ist hier einfach gar nicht die Rede, sondern ich sag mal, es ist ganz dünn überhaupt vorhanden. Also wir haben in den letzten Jahren uns viel öfter als früher mit ethischen Fragen im Bundestag beschäftigen müssen. Das liegt einfach daran, dass der medizinische Fortschritt so ist, dass er diese Fragen stellt. Wir haben in den letzten 15 Jahren über 5, 6 dieser Themen zu entscheiden gehabt, über die Stammzellforschung, die Präimplantationsdiagnostik, die Patientenverfügung, die Organspende, die Spätabtreibung und jetzt eben über die Frage der Sterbehilfe, des assistierten Suizids, und das ist durchaus häufig, dass wir uns mit diesen ethischen Fragen beschäftigt haben, dazu auch Gruppenanträge geschrieben haben. Ich glaube, als wir 2009 die Patientenverfügung neu geregelt haben, haben wir auch schon mal mehr über dieses Thema gesprochen, allerdings da noch nicht so den Druck gehabt, den es heute gibt. Den gibt es ja aus zwei Gründen, zum einen, weil diese rechtliche Debatte um Sterbehilfe da ist und zum anderen, weil wirklich auch inzwischen jedem klar ist, dass wir im Bereich der Pflege mehr Geld, mehr Versorgung brauchen. Wir haben ja gerade den Beitrag zur Pflegeversicherung angehoben. Und es gibt ja selten etwas, wo was teurer wird und keiner beschwert sich, weil ich glaube, jeder inzwischen weiß, dass wir mehr Geld in die Pflege investieren müssen. Und deshalb ist es uns auch so wichtig, gerade jetzt zu sagen, diese rechtliche Regelung, die muss sein, finde ich, weil ich diese Sterbehilfevereine unerträglich finde. Aber noch viel, viel wichtiger ist der Ausbau von Hospiz- und Palliativmedizin in der Fläche und die Verzahnung von Regelversorgung in Krankenhäusern, Altenheimen, Pflegeheimen und in der Ambulanz mit Palliativversorgung. Das muss viel, viel mehr zusammenspielen. Da gibt es Regionen in Deutschland, zum Beispiel in Ostwestfalen, wo ein Konzept umgesetzt wurde, dass die Hausärzte mit in diese Vernetzung reingenommen worden sind. Und das hat interessanterweise dort dazu geführt, dass wieder viel mehr Menschen zu Hause sterben statt im Krankenhaus. Und der Wunsch der Menschen ist meistens, zu Hause zu sterben und nicht im Krankenhaus. Und das kann eben dann gelingen, wenn auch die ambulante Palliativversorgung besser wird. Insofern denke ich, dass dieses Fenster jetzt da ist und dass tatsächlich jetzt auch alle wissen, dass wir in diesem Bereich mehr investieren müssen. Und wie gesagt, das muss auch sicherlich noch mehr werden in den nächsten Jahren. Und manchmal ist es ja so, dass diese Drohung mit der rechtlichen Debatte um Sterbehilfe erst dazu führt, dass man sich jetzt mal ein bisschen beeilt hat, im Bereich der Gesundheitspolitik auch tatsächlich einen, wie ich finde, guten Vorschlag, einen guten ersten Aufschlag vorzulegen, wie wir die Hospize besser finanzieren und die Palliativarbeit ausweiten können. Es ist interessant, dass du gesagt hast, Diana, dass es hier so viele Bereiche gibt, wo es das immer noch viel zu wenig gibt. Und ich treffe auch oft Menschen, die überhaupt nicht wissen, dass es diese ambulante Palliativversorgung gibt, die nicht wissen, dass sie ein Recht darauf haben. Und es gibt, wie gesagt, auch immer noch Hausärzte, die es einfach nicht verschreiben. Also sprechen Sie drüber, sprechen Sie in der Familie drüber, im Bekanntenkreis, machen Sie das bekannt. Und es muss einfach auch flächendeckend vor Ort vorhanden sein. Dann wäre unsere Gesellschaft sorgender und solidarischer. Danke, Kirsten. Frau Dr. Schießleder, hat die Kirche da etwas verschlafen? Weil, ich sag mal, sonst heißt es ja immer, Politik ist schuld. Wir haben hier ganz viel Hospizvereine heute, Gründer von Hospizvereinen, Krankenhausseelsorge da, oft in Trägerschaft von Kirche, aber auch ganz viel privat organisiert. Kann die Kirche da noch mehr anschieben, vielleicht auch jetzt, wo das Fenster offen ist? Die muss auf jeden Fall mehr anschieben, denn sie haben nicht ganz Unrecht. Ich würde natürlich immer sagen, die Kirche hat selbstverständlich nichts verschlafen. Aber die Tatsache, dass die Hospizbewegung aus Amerika kommen musste, dass die sich auf die Fahnen geschrieben hatte in ihren ersten Jahren hier in Deutschland konfessionsneutral zu arbeiten, hat natürlich auch die Lücke deutlich gemacht. Ja? Die Gesellschaft ist nicht mehr 100%, also 50 katholisch, 50 evangelisch, da waren einfach einmal ganz klar, wie ich am Anfang gesagt habe, so theologische Probleme auf einer säkularen Ebene zu klären. Die Begleitung in Würde zu sterben heißt ja, die Menschen leben noch. Seelsorge kümmert sich um die Lebenden. Und da dann nachzuziehen, und ich denke, inzwischen ist die Zusammenarbeit der Hospizvereine mit den beiden Kirchen ausgezeichnet. Ich kenne keine
keine Vorbehalte da mehr. Aber klar ist, dass wir als Kirchens, spreche ich für beide, dass wir hier noch viel mehr tätig werden müssen. Das Problem, das ich sehe, ist tatsächlich auch das Problem des Geldes. Ich meine, alles ist schön und nett. Aber wenn ich noch eine weitere Behandlung mache, bleibe jetzt bei Ihrer Darmspiegelung, weil da könnten wir vielleicht noch was kriegen oder was finden oder was erfahren, dann ist es in dem AOK-Katalog oder wo auch immer abgedeckt. Aber es ist nicht abgedeckt, dass ich die mit einer guten Schmerztherapie oder den liegen lassen kann, dass ich dem ermöglichen kann, dass da die Verwandten dabei sein können. Mein Schwiegervater ist 99 in einer Palliativstation, ist einer der ersten gestorben, wo die Tochter noch dabei war. Das kam im Leistungskatalog bislang kaum vor. Und da, denke ich, müssen wir mit dem Staat zusammen wirklich ganz andere Rahmenbedingungen setzen. Jetzt ist die Zeit dazu, jetzt muss es genutzt werden. Christina Flauder, hat die evangelische Kirche eine Möglichkeit, hier nochmal deutlicher das Thema anzuschieben? Welche Formen überlegt ihr euch in der Landessynode? Traut ihr euch an das Thema ran? Weil es geht ja, sage ich mal, nicht um die Seelsorge oder um eine Seelsorge am Lebenden, dass auch Kirche dieses Thema Tod anspricht. Was habt ihr euch überlegt in der Synode? Wir haben uns sehr viel überlegt in der Synode, weil die Synode nämlich erst zu Ende gegangen ist. Wir waren in Bad Wörbishofen und diese Synode stand unter dem Thema Alter neu sehen. Und das war mein Wunsch, dieses Thema auch zu spielen. Und ich konnte das auch mit durchsetzen, dass wir uns intensiv befasst haben. Und auch ein Papier von unserem Unterausschuss Medizinethik vorgelegt haben, wo es genau um diese Dinge geht. Wir haben unsere Altenheimseelsorger, wir haben unsere Krankenhausseelsorger, die intensiven Kontakt haben. Wir haben einen ganz großen Kreis an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die in die Krankenhäuser, die in die Altenheime gehen. Und ich möchte auch nochmal anknüpfen, wo wir als evangelische Kirche auch gefordert sind, dass wir unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auch ausbilden, dass wir das Thema immer wieder auch in die politische Diskussion einbringen. Und ich sehe das jetzt bei mir zum Beispiel in Kulmbach, was noch ein weißer Fleck ist, was ich mir wünsche, wenn ich mir anschaue, dass 70% der älteren Menschen in Altenheimen versterben und der demografische Wandel zeigt ja, dass wir immer älter werden, dann ist das ein großes Problem auch für die Altenheime. Das bedeutet, dass es ganz wichtig ist, dass SAPV auch in den Altenheimen integriert wird. Dass auch die Hausärzte an dem Strang mitziehen und nämlich SAPV verschreiben. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Und vor allem auch, dass sich die Pflegerinnen und Pfleger auch gut ausbilden lassen bei der Begleitung sterbender und demenzkranker Patienten. Denn das gehört für mich zur Würde auch dazu, dass ich sensibel hinspüren kann, was zum Beispiel ein dementer Patient, ein dementer Bewohner in einem Altenheim in dem Moment gerade nötig hat, wenn er sich auch nicht mehr äußern kann. Also ich denke, das ist ein großes Feld, da ist Fortbildung notwendig und da brauchen wir ganz viel Geld. Und ich denke, es war ein wichtiger Schritt, dass SAPV, dass diese Teams gebildet werden und dass die dann wirklich auch in die Familien gehen, weil es gibt auch Hausärzte, die mit Morphinen sehr sparsam umgehen, weil es halt auch schwierig zu verordnen ist. Es ist ja trotzdem eine Mordsschreiberei. Und ich denke, da muss noch viel geleistet werden, aber jetzt sind wir auf einem ganz, ganz großen Weg. Und als Kirche werden wir sicherlich nicht schwach, das auch immer wieder zu fordern und einen Finger in die Wunde zu legen. Jetzt nochmal, bevor ich nochmal zur Politik in den Bundestag komme und dem Geld. Frau Dr. Schießleder, ist es so, weil Sie gesagt haben, Ausbildung, da haben wir, und Sie haben genickt, haben eine Verantwortung dafür, dass wir mehr in die Ausbildung, in die Vorbereitung von Ehrenamtlichen gehen. Wir haben eine Gesellschaft, die immer weniger Kirchenmitglieder hat. Ist es denn so, dass in dem Stadium mehr Menschen dann doch auf einmal wieder auf den Glauben zurückgreifen? Ist es deswegen aus Ihrer Sicht so wichtig, dass Kirchen das übernehmen? Oder sagen Sie, entsprechend der Gesellschaft müssen wir auch schauen, dass wir das Fenster öffnen für einen anderen Zugang, wie man dann nachher mit dem Sterben umgeht und eine
sag ich mal, einen Seelenfrieden findet, das ist ja anders im Bereich Kirche, als eben, wenn ich nicht glaube. Oh, Herr Stachwitz, das weiß ich jetzt nicht. Tatsache ist, dass das Sterben ja ein sehr individueller Prozess ist. Und also ich persönlich, jetzt muss ich natürlich sehr persönlich werden, habe in all den Jahren niemanden erlebt, der bis zuletzt gesagt hat, es kommt nichts mehr. Also so ein Rest Hoffnung, ein Rest Glaube, übersetze ich das jetzt für mich, ist bei allen Menschen da. Und natürlich wäre Kirche schlecht beraten, wenn sie sagt, nur für uns Katholiken und sie sind dann nur für die Evangelien da und die müssen wir dann auch sauber in der Lehre halten. Das würde auch dem Gottesbild widersprechen. Er, der unfassbar ist, wird auch das Leben eines jeden einzelnen Menschen auffangen. Das ist ja auch unser Glaube. Von daher, Ausbildung, glaube ich, wäre gut bei den Kirchen verankert, weil die doch immer noch einen massiven Vertrauensvorschuss haben, weil wir eine lange Tradition an Hilfsmöglichkeiten einfach kennen, die durchaus inkulturiert sind, auch wenn wir eine längst säkular gewordene Gesellschaft sind. Und von daher haben wir viel Arbeit hier, wenn niemand mehr mit dem Tod umgehen kann, relativ tabufrei, relativ angstfrei zu sprechen. Tod, dein Stachel ist dir genommen, ist ja der Glaube, auch wenn er uns immer noch ein bisschen bewegt, dieser Stachel. Aber wir haben zumindest einen, der vorausgegangen ist. Ob die anderen das dann immer glauben, ist die nächste Sache. Ja? Aber wir haben zumindest eine Legitimation, darüber zu sprechen. Es gibt noch was drüber. Dankeschön. Eine Chance auch wieder für die Ökumene. Vielleicht kommen da sich auch die Kirchen nochmal wieder näher und packen das gemeinsam an. Ich denke, gemeinsam ist man immer stärker in dem Punkt. Und da würde ich mir, sag ich jetzt einfach mal aus meiner Perspektive, wünschen, dass man gemeinsam die Kraft nutzt, um nochmal, sag ich mal, den Bundeshaushalt unter Druck zu setzen. Der Bundeshaushalt, Ulla Schmidt weiß ich noch, die hatte ja schon einen Vorschlag, um die Altenpflege ein Stück weit nach vorne zu bringen, hat sie leider nicht mehr umsetzen können, weil die Mehrheiten gewechselt sind in dem Wahljahr. Jetzt ist die ganze Zeit nichts passiert. Eigentlich ist es jetzt das erste Mal, dass es wirklich wieder zum Thema wird. Das ist gut so. Aber ich habe aus meinen Gesprächen mit den Menschen aus den Hospizvereinen, aus dem Palliativ, mit den Ärzten immer wieder erlebt, dass es ganz viel Ehrenamt, was da läuft. Und die Kirchen zahlen eine ganze Menge. Und letztlich ist es doch so, Geld fließt erst, wenn derjenige gestorben ist. Das heißt also, wie viel Geld wollt ihr in die Hand nehmen, um auch diese Ehrenamtlichen, die, glaube ich, sehr wichtig sind. Ich würde das nicht nur professionalisieren, sondern ich glaube, wer sich überzeugt in diesem Ehrenamt dafür engagiert, bietet auch diesen Menschen eine Hilfe. Und es geht nicht nur um den, der stirbt. Sondern eins habe ich gelernt in den ganzen Gesprächen, es geht ganz viel um Angehörige, die nämlich leben bleiben, die sowohl in der Frage, kann ich es machen, eine Beratung braucht, in der Frage, habe ich es jetzt richtig gemacht, kann ich wirklich, und ich sag mal, ich weiß, meine Mutter ist auch schon so alt, kann ich sagen, ich will das nicht mehr machen, obwohl ich natürlich will, dass meine Mama weiterlebt. Wird auch darüber nachgedacht, dieses zu unterfüttern, weil ansonsten, sage ich mal, so viel ehrenamtliche Leistung, wie hier bis jetzt geflossen ist in diesem Bereich, das kann auf Dauer nicht mehr gut gehen. Habt ihr da auch Ideen und Konzepte, wie ihr das finanzieren wollt? Ich kann da vielleicht aus der Erfahrung von dem Hospiz, das ich gestern besucht habe, berichten, dass mir die Ehrenamtlichen dort ausdrücklich gesagt haben, sie wollen nie eine Vollfinanzierung, weil das Ehrenamt so wichtig ist. Wir werden die Finanzierung der Hospize von 90% auf 95% erhöhen. Das ist schon eine ganze Menge. Die Kinderhospize werden heute schon zu 95% finanziert. Aber dieser eine Faktor, dass auch viele Menschen dafür spenden und dass es eben auch von ehrenamtlicher Arbeit lebt, muss, glaube ich, der Qualität wegen auch erhalten bleiben. Denn das Ehrenamt bringt etwas ein, was in unserem Alltag, wo Pflege natürlich auch nach Minuten abgerechnet wird, nicht genug vorhanden ist, nämlich Zeit.
Und wir haben ja im Hospizbereich mit die am besten ausgebildeten Ehrenamtlichen, die es überhaupt gibt. Also ich sage immer, nur nicht nur bei der Feuerwehr gibt es gut ausgebildete Ehrenamtliche, sondern auch ganz besonders im Hospizbereich, die ja alle viele, viele Stunden Fortbildung gemacht haben, die Supervision machen. Und das ist eine ganz wunderbare Tätigkeit, die auch eben nicht mit Geld aufzuwiegen ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Finanzierung der Hospize soll verbessert werden, die Ausbildung des Pflegepersonals, die Feststellung, dass Palliativpflege Teil der Pflegeleistungen, die abzurechnen sind, ist. Und ich will das nochmal deutlich sagen, wir haben 2007 schon aufgenommen ins SGB V, also in das Sozialgesetzbuch, in dem die Krankenkassenleistungen stehen, dass die spezialisierte ambulante Palliativversorgung eine Kassenleistung ist. Und auch vorher gab es schon die allgemeine ambulante Palliativversorgung. Deshalb nochmal der Hinweis, da haben Sie alle ein Recht drauf. Und es gibt wirklich auch inzwischen, wenn auch noch nicht genug, aber es gibt wirklich inzwischen auch überall diese SAPV-Teams, die diese wirklich segensreiche und wichtige Arbeit machen und eben auch nach Hause kommen. Aber wir müssen da mehr tun, das muss ausgebaut werden, das werden wir auch tun. Trotzdem wird der Faktor Ehrenamt immer bleiben und spielt ja auch gerade im Hospizbereich, im Ambulanten wie im Stationären, eine weitaus größere Rolle als woanders. Und ich kann auch nur sagen, da ist es wirklich auch richtig so, weil das eine ganz, ganz eigene Qualität der Zuwendung, der Fürsorge, der Zeit, der Empathie mit sich bringt, die bei aller Superqualifikation der Hauptamtlichen, und das will ich auch ausdrücklich sagen, die machen auch eine unglaublich tolle, wichtige Arbeit, die kann nicht nur durch Hauptamtlichkeit erledigt werden. Es ist sogar so, dass in fast allen Hospizen, die ich besucht habe, die Pflegekräfte Teilzeit arbeiten, weil es eine Arbeit ist, die man kaum zu 100% Zeit machen kann. Das stellt uns dann als Politik auch wieder vor solche Fragen, wie wird das eigentlich bezahlt, was heißt das hinterher für die Rentenansprüche, weitaus höherer Frauen- als Männeranteil arbeitet ja auch in diesem Bereich. Also das sind alles Dinge, mit denen wir uns intensiv beschäftigen und beschäftigen müssen, und da bin ich für alle dankbar, die genau auf diesen Punkt hinweisen und sagen, da müssen wir mehr investieren. Ich darf noch einen Satz vielleicht sagen, auch als evangelische Christin und Mitglied der EKD-Synode, weil das Thema Glauben am Ende des Lebens angesprochen wurde. Die auch spannende Erfahrung, die ich mache, ist die, dass ja in den Hospizen natürlich auch Muslime und Juden und Konfessionslose und Buddhisten und Leute, die sich hier heute so modernen Patchwork-Religionen zusammenstellen, sind. Und auch das ist, glaube ich, eine wichtige interkulturelle Erfahrung, dass wir auch jetzt gerade erst mal beginnen zu fragen, was für eine Rolle spielt zum Beispiel Schmerz und Leiden für muslimische Menschen, welche Rolle spielt es im Judentum? Also gerade dabei zu versuchen, das mal ein bisschen genauer herauszufinden. Und auch da sind die Menschen, die in den Hospizvereinen, in den Hospizen ehrenamtlich und hauptamtlich tätig sind, eigentlich die Richtigen, die man fragen muss, weil sie das Tag für Tag erleben. Und da, wo es gut läuft, und ich hatte gestern in Wetzlar das Glück, eine gute Arbeit zu erleben, wo auch Hospiz, SAPV und Klinikum ganz eng vernetzt sind, da findet auch Fortbildung in der Frage statt, was bedeutet das Ende des Lebens für Menschen mit verschiedenen religiösen Hintergründen und wie müssen wir da eigentlich mit umgehen und da sensibler werden, was auch Pflege, was auch Betreuung am Ende des Lebens angeht. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Entwicklung. Gerne, ganz kurz dazwischen. Was mir immer recht unbehaglich zumute sein lässt, wenn man so Hauptamtliche und Ehrenamtliche und Unterstützung und mehr Geld, wir brauchen Geld für die Ausbildung der Ehrenamtliche, für die Unterstützung der Ehrenamtliche in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Das ist das Geld, wo wir für die brauchen, um hier nicht alles, wie Sie ganz richtig gesagt haben, so professionell zu machen. Aber hier nochmal zu sehen, Ehrenamtlichkeit ist nicht umsonst, aber interessanterweise in diesem Bereich sowas von auch gefragt, ja? Weil jeder merkt, damit hat er auch etwas davon. Und das wäre miteinander zu fördern, das sind wir dahinter. Ja, ich glaube auch, es geht darum, dass die Vereine, diejenigen, die Ehrenamtlichen unterstützen, Supervision dazu. Es geht auch darum, eben die Beratungsgespräche, wenn nicht jemand stirbt, sondern im Vorfeld mal berät, dass der eben auch finanziert wird. Das heißt also, diesenjenigen, die sich um die Ehrenamtlichen kümmert, dass man da das auch nochmal mit aufstockt, das, glaube ich, ist eine wichtige Botschaft, die wir hier nochmal anbringen sollten. Und ich denke auch, dass wir hier im Landtag und
mit der Kathi Petersen im Gesundheitsausschuss haben wir auch hier vor, eine Reihe von Palliativ- und Hospizanträgen zu machen. Auch die Länder können natürlich was tun. Das ist ganz klar, dass wir hier eben dann, sage ich mal, auch ein Stück weit aufstocken, um eine 100% Finanzierung, insbesondere von den Kinderhospizen. Das ist ja nochmal ein eigenes Thema, dass, wenn man sich dem nähert, und hier auch nochmal die Angehörigenbetreuung, das ist ja auch etwas, was nochmal länger dauert, wo wir viel mehr in die Begleitung noch mal reinstecken müssen. Das sind alles Sachen, die können wir von der Landesebene natürlich auch noch mal wesentlich besser unterstützen. Wir haben hier noch die Bezirke, dass man die die Doppelbetten, die zwei Bettzimmer im Palliativbereich abbaut, dass wir da Einzelbetten haben, dass wir auch Räume haben, die finanziert werden, die eben Teamräume sind, Gesprächsräume mit Angehörigen. Also ich denke, wir müssen uns alle ganz ehrlich antworten, wenn wir sagen, wir wollen das in dieser Qualität, dann müssen auch mehr Steuergelder dafür ausgegeben werden. Und das bedeutet natürlich immer, der Topf muss anders aufgeteilt werden. Eine Riesenherausforderung, die eine gesellschaftliche Debatte nach sich zieht. Die wollen wir gleich an den Tischen führen. Deswegen würde ich gern in die letzte Runde kommen und einfach nochmal sagen, was, Christina Flauder, gibst du im Gespräch für die Tische mit auf den Weg, wenn du da jetzt rangehst und sagst, meldet euch, stoßt diese Debatte an, auch gesellschaftlich, was würdest du mitgeben? Also mitgeben, Kerstin Kriese hat ganz viel mitgegeben, also wir haben es vorhin gesagt, sie hat eigentlich alles das gesagt, was uns auch auf dem Herzen brennt. Mir ist es wichtig, dass ich von Ihnen höre, was Sie sich wünschen, zum Beispiel auch von unserer Kirche, wo wir tätig werden können, wo wir wirklich hinschauen müssen. Das ist mir jetzt wichtiger, dass Sie mir was mitgeben, denn alles, was ich Ihnen mitgegeben hätte, ist heute schon hier oben erzählt worden. Mir ist es wichtig, dass wir ins Gespräch kommen. Dankeschön. Kann ich mich voll und ganz anschließen, wobei ich schon einen kleinen Fokus legen würde auf die Frage nach der Würde des Menschen. Hängt die Würde des Menschen daran, dass er alles machen kann, was er machen will? Und damit sind wir eigentlich über diese Sterbeprozesse hinaus auch bei allem, wo der Mensch sonst defizient und abhängig und behindert ist. Also hier nochmal würde ich einfach so gern mitgeben wollen, die Diskussion, die wir noch lange nicht zu Ende geführt haben über die Würde. Ja, die Perfektion des Menschen, was kann und darf ich alles tun, ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, über den wir uns alle selber auch immer wieder einig werden müssen. Ich mache es immer an einem Beispiel klar. Ich war letztens mal auf einem Spielplatz und da ist eine Mutter gewesen mit einem behinderten Kind und wir sind ins Gespräch gekommen und dann fing sie das Weinen an und sagt, ich schäme mich fast schon, ich bin im Spielplatz angesprochen worden, warum ich ein behindertes Kind hat, das wäre doch heute gar nicht mehr notwendig. Und ich denke, das hat genauso mit dem Sterben zu tun, wie perfekt muss ich sein oder darf ich zum Schluss auch leiden? Darf ich krank sein? Darf ich bedürftig sein? Und wenn wir da wieder den Mut hätten, uns von den Schönheitsoperationen und Einspritzungen zu verabschieden, um den Bogen mal noch ein bisschen weiter zu spannen, sondern zu sagen, ich bin auch in Ordnung, wenn ich alt bin, wenn ich ein bisschen hinke oder behindert bin, das ist alles völlig in Ordnung. Ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, in dieser Debatte auch uns nochmal ganz viele andere Facetten eröffnet, wo Gesellschaft wieder reifen kann und vielleicht nicht mehr ganz so flach sind. Kerstin, du bist auch noch ein bisschen da. Was gibst du den Tischen noch mit auf den Weg, um ins Gespräch zu kommen? Also ich will natürlich gerne einfach zuhören, was Sie zu diesem Thema denken und meinen. Und vieles ist ja auch von persönlichen Erfahrungen geprägt. Mich interessiert auch, ob Sie das, was wir da als Gruppenantrag formulieren wollen, nötig, sinnvoll oder vielleicht auch ganz falsch finden. Dazu ist auch jede Freiheit da. Und ich will das nochmal mit einem Satz beenden, den eine Leiterin eines Heims für alte und behinderte Menschen in einer Veranstaltung mal gesagt hat. Sie hat gesagt, wir müssen einfach uns klar werden, die ersten 1-2 Jahre unseres Lebens und die letzten, zumindest wird es vielen so gehen, können wir wahrscheinlich nicht alles selber machen. Und wenn man sich dessen bewusst wird und das auch nicht von sich und von anderen verlangt, dann wären wir ja auch schon ein Stück weiter. Das geht ein bisschen in diese Debatte über Perfektionismus, die Sie angesprochen haben und die ich auch
ein bisschen zugespitzt aufwerfen wollte mit der Kontroverse zwischen Udo Reiter und Franz Müntefering. Und deshalb hat das ja auch so viel mit uns allen selbst zu tun. Und ich bin deshalb einfach gespannt auf Ihre Eindrücke und auf Ihre Erfahrungen. Und geben Sie mir ruhig mit, was Sie richtig oder falsch oder notwendig finden. Herr Segrise, wir kommen jetzt an die Tische. Vorab möchte ich mich aber bedanken. Noch einmal bei den dreien, und es ist schon mehrfach heute angesprochen worden, eine absolute Frauenrunde. Das ist sehr selten auf politischen Podien. Wir haben beim Unterhalten ein bisschen Essen dabei, es gibt Musik. Und bevor wir aber das Essen vielleicht noch eine Sekunde einhalten, nämlich die Christina Flauder möchte uns in den Abend hinein schon noch ein Gedicht mitgeben. Das finde ich sehr schön, dass sie rausgesucht hat. So viel Muße sollten wir vielleicht noch haben, um denen zuzuhören. Und ich gebe dann anschließend die CDs weiter. Wenn es soweit sein wird mit mir, brauche ich den Engel in dir. Bleib still neben mir in dem Raum. Jag den Spuk, der mich schreckt aus dem Traum. Sing ein Lied vor dich hin, das ich mag. Und erzähl mir, was war, manchen Tag. Zünd ein Licht an, das Ängste verscheucht, mach die trockenen Lippen mir feucht, wisch mir Tränen und Schweiß vom Gesicht, der Geruch des Verfalls schreckt dich nicht. Halt ihn fest, meinen Leib, der sich bäumt, halte fest, was der Geist sich erträumt, spür das Klopfen, das schwer in mir dröhnt, nimm den Lebenshauch wahr, der verstöhnt. Wenn es soweit sein wird mit mir, brauche ich den Engel in dir.